Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Diablo 4. Ja, wir spielen Diablo 4. Ja, der Morty trägt übrigens eine Brille. Es ist eine Brille gegen dieses, also Blaulichtfilterung, etc. Dazu später mehr. Wir haben den Barbaren, wir haben einen Totenbeschwörer, wir haben einen Zauberer, eine Jägerin. Wobei sich die Jägerin schon interessant anhört. Und wir haben einen Druiden, der anscheinend direkt mit Begleiter unterwegs ist. Oder sogar zwei, den habe ich gar nicht gesehen hier, den Herrn Kollegen hier. Schöne Tierchen aber. Und wir spielen natürlich einen Totenbeschwörer. Ich habe schon mal einen Charakter angefangen, kurz reinzuschauen. Hab dann ein paar Sachen eingestellt, hab den gerade gelöscht. Wir werden einen, spielen wir Mann oder Frau? Das haben wir im anderen Teil gespielt, eine Frau, glaube ich, ne? Dann werden wir diesmal einen Mann spielen. So, wir können mal gucken. Wir haben hier sehr viele... Ich kann den Charakter nicht drehen. Nice. Sehr viele Möglichkeiten, uns ein Gesicht auszusuchen. Ich schwanke gerade zwischen den beiden, aber ich würde eher den hier nehmen. So, jetzt können wir anpassen. Der hat sogar Tattoos drauf. Nice. Hauttöne. Ach, dann können wir uns die Farbe... Achso, den Hauptton anschauen. Ah. Das Gesicht können wir übrigens auch anpassen. Ich würde jetzt bei dem bleiben, glaube ich. Oder wir nehmen das erste. Erste geht auch. Augenfarbe. Schwarz. Das, dieses Blau, das hat was. Das hat was. Vampirrot. Ja, gut, da könnte man auch nehmen. Mittelblau, hellblau. Wobei ich eher das nehmen würde. Weil das besser zum Totenbeschwörer passt, meiner Meinung nach. So, Haare, gar keine. Gut, ich habe noch ein paar, aber ich trage trotzdem eine Mütze. Was haben wir denn hier so Schönes? Die Haare sehen etwas komisch aus. Ich würde jetzt schon fast die hier nehmen. Er hat den Zopf, ne? Hat so ein bisschen was von Geralt, glaube ich, gerade. Also das ist dann Gesichtsbehaarung. Okay, können wir uns einen Bart machen? Dann müsste ich aber die Haare in. Das wäre schon mein Bart. Also das, man sieht es ja mittlerweile, ne? Also es ist ja nicht mehr so, als würde es man nicht sehen. Aber ich finde, die Haare sehen etwas komisch aus. Oder es kann sein, dass das durch die Brille kommt. Ne, wir geben dem guten Mann einen Bart. Ein Vollbart würde... Ja, das könnte man auch machen, aber ich glaube, das passt optisch nicht so gut zu ihm. Ich würde eher den Bart nehmen. Ich glaube, die Haare würde ich vielleicht auch dann nochmal anpassen. Würde ich vielleicht so machen, dann sieht man die Augen manchmal nicht so schön. So, Scharlachrot. Ja, meine Fäuste sind scharlachrot von eurem Blut, wie man so schön sagt. Rotes Feuer. Ja, das hätte auch was. So dieses Gift. Oh, Gift. Gift ist auch nice. Schwarz. Normalerweise bin ich immer jemand, der schwarz hat, aber ich muss sagen, selbst ohne Brille sieht das nicht für mich schwarz aus. Das ist schwarz, Kollege. Das ist schwarz. Ich würde aber schon eher zu diesem scharlachroten tendieren. Würde ich jetzt schon so fast sagen. Wenn wir doch schwarz da kommen, ich bleib meiner Linie treu. Wir bleiben bei schwarz. So, was haben wir denn hier? Schminke. Ach, wir haben sogar noch Schminke. Was? Was ist das denn? Schminke. Das würde ich nehmen. Das ist schon etwas, was mir direkt gefällt. Dann benehmen wir das Ganze auch hier. Wobei das natürlich auch nicht schlecht ist. Dann muss ich wieder die Frisur ändern. Wir bleiben bei dem. So, Schmuck. Achso, Nasenpiercing. Das sehen wir nicht, weil die Haare im Weg sind. Nice. Super. Kann ich nicht sehen. Müsste ich die Haare einmal ändern? Können wir auch den Schmuck uns einmal begutachten. Ich habe keine Ohrringe oder sowas drin. Und ich bin auch nicht der Typ für sowas, muss ich dazu sagen. Alles nur Ohrringe, ne? Dann würde ich die weglassen. Und dann würde ich mal gucken, was haben wir hier noch? Bemalung. Ah, guck mal hier. Boah, haben wir aber auch relativ viel, glaube ich. Sechs Stück nur. Wo ist das hier? Da sehe ich nichts von der Bemalung. Hat er die irgendwo, wo wir die nicht sehen können oder so? Das ist über den ganzen Körper verteilt. Das wäre auch interessant. Das nehmen wir. Das ist so eine Art Pergament, würde ich sagen. Ich glaube, das nehmen wir auch. Würde zum Totenbeschwörer, glaube ich, sehr gut passen im Endeffekt. Aber dafür, dass es sechs Stück sind, da gibt es doch sehr viele Sachen, die wir hier auswählen können. Wobei das auch nicht schlecht aussieht. Aber ich würde das Pergament nehmen. Ja, und ich denke, da wird der eine schon bestimmt sagen, es ist typisch Morty. Ja.
Noch frisches Blut. So, Fertigstellung. Wir wählen. Machen wir da Mordrashi raus. So, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können Weltstufe 1 starten, was ich jetzt machen würde, um einfach das Ganze etwas entspannter zu starten. Und empfohlen für Diablo Veteran. Also ich würde eigentlich ganz gerne auf Stufe 2 starten, auf Weltstufe 2. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob man das Ganze noch hin und her switchen kann. Deswegen würde ich jetzt erstmal auf 1 starten, um so ein bisschen reinzukommen in das neue Gameplay. Und dann schauen wir mal, wie es ist. Sanctuario war nie für die Menschheit bestimmt. Die Welt wurde als Zuflucht vor dem Krieg zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen geschaffen. Doch stattdessen wurde sie nur zu einem weiteren Schauplatz dieses ewigen Konflikts. Ein Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen beschützt. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanctuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs. Finde ich schon toll, dass man direkt unseren Charakter sehen kann, wie er durch die Gegend läuft, ne? Okay, das Pferd wurde gerade verspeist. Das ging aber schnell. Ist klar. Da gibt es noch eine Zwischensequenz. Okay. Okay, dazu zum Gameplay. Zuflucht suchen, bevor ich erfriere. Aber coole Stimme, ich muss sagen, der Synchronsprecher am Anfang hat mir sehr gut gefallen. Was mich jetzt schon gerade so ein bisschen anpisst, ist einfach, dass mal gucken, Monitor 1440p, dass das immer so ein bisschen aussah, als hätte er FPS-Probleme. Ja, ich habe die FPS übrigens begrenzt auf 60, deswegen sollte das eigentlich nichts ausmachen. So, Gameplay. Mal kurz gucken.
Ich wollte den Sound mal eben ein bisschen anpassen. So, Standard, Standard, passt. Okay, dann jetzt ins Gameplay. Achso, wir können einmal nur kurz... Ah, okay, also wir können einmal kurz sprinten. Wir haben sogar eine Karte. Okay, das ist die ganze Stufe 38. Also ich glaube, wir haben hier sehr, sehr viel zu tun hier. Wir werden natürlich versuchen, alles mitzunehmen. Jetzt halt nochmal so ein Ticken nachstellen. So, da ist ein Warg. Und da haben wir direkt den ersten Begleiter direkt dabei. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist vom Ton. Ich werde heute jetzt mal so eine Stunde, zwei eventuell aufnehmen und dann werde ich mir das morgen dann zu Genüge tun und dann mal anfangen zu schneiden. Das ist direkt am Montag, ja, direkt wo Diablo rauskommt. Ich darf vorher spielen, weil ich habe die Deluxe Edition gekauft, deswegen habe ich früheren Zugang dazu. Ich werde es aber nicht früher auf YouTube veröffentlichen, nur mal so als Info. Weil ich nicht weiß, wie das ist, wegen Rechte und sowas, wenn das früher veröffentlicht ist, ob es dann Ärger gibt. Deswegen machen wir es dann Punkt 12 Uhr. Oder kurz nach 12 dann am Montag, dann ist es dann auch auf YouTube zu sehen. Wir werden es nicht streamen, es wird ein reines Offscreen-Projekt werden, einfach aufgrund deswegen, dass ich mich da nicht spoilern lassen möchte. Und ich sehe gerade oben in der Leiste, wie darf ich denn von euch überhaupt haben? Maximum 4. Wie viel haben wir? 4. Wäre auch schön, wenn mir das irgendwo angezeigt wird, wie viel ich gerade aktiv habe. Da habe ich hier Skelett. Ah, okay, ist mit dabei. Essenz, ha, das haben sie auch wieder aus dem dritten Teil mit rausgenommen. Ich finde es schön, dass der Totenbeschwörer direkt mit Anfang an dabei ist. Eine weitere verlassene Stadt. Ich muss bei mir mal so ein bisschen lauter stellen. Überall Reißzähne in der Dunkelheit. Ja, er hat mich gebissen. Dann beiß doch zurück. Er ist wild. Wieder reinzoomen, ich kann auch wieder reinzoomen. Was geht hier vor? Was geht es euch an? Oswin, seid still. Es tut mir leid, Wanderer. Ihr kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Dieser Verrückte ist einfach in die Stadt getorkelt und hat Ärger vom Zaun gebrochen. Dämonen aus den Ruinen. Töten uns alle! Töten uns alle! Ruinen? Wovon redet er? Kommt, ich erkläre es euch. Oh, was ist das denn hier? Kann ich nicht? Meine Begleiter hatten irgendwas über den Kopf gerade. Es sieht so aus, als würde das so ein bisschen... Es regt sich in den Ruinen im Norden. Der arme Mönch dort muss hineingegangen sein. Das hat man so leichte FPS nach Problemen, ne? Waffen. Ich habe gerade gelesen, Waffeln. Damit seid ihr sicher. Was habe ich denn hier überhaupt hier? 13 bis 19, einfacher sind 19. 14 bis 22. Wie viel habe ich denn überhaupt an Geld? Ich würde jetzt aber auch nichts kaufen. Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Wenn Dev mir den ganzen Platz am Feuer besetzt, schubst ihn einfach. Erstmal Ruhestein machen, ne? Tut mir leid, es ist etwas eng. Immer noch besser als eine Höhle. Das könnt ihr über die Menschen hier erzählen. Elenta ist im letzten Winter etwas taub geworden. Ihr müsst vielleicht etwas lauter mit ihr sprechen. Was ist das für ein Ort? Ah, unsere kleine Stadt ist nichts Besonderes. Aber sie ist unser Zuhause. Und was ist mit dem Mönch? Wir werden für ihn tun, was wir können. Vielleicht muss er aber erstmal im Schuppen bleiben. Er hat versucht, Oswins Finger abzubeißen. Ist es nicht sicher? Wow, eine Erkenntnis. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Das Böse sammelt in diesen Ruinen seine Kräfte. Ich werde es vertreiben. Wirklich? Oh, vielen Dank. Aber die Stimme, die mag ich jetzt schon. Wow, sind eine Stufe aufgestiegen. Ein Fertigkeitsbaum anzuzeigen. Paragon, es gibt wieder Paragon-Punkte. Ich bin begeistert. Was haben wir denn hier? Blutsturz. Verschmutzt das Blut des Gegners und fügt den 7 Schaden zu. Blutsturz hat eine Chance von 20% eine Blutkugel zu erzeugen. Wow. Knochensplitter. Berging der Dämmerung. Questfortschritt gespeichert. Nice. Zerfetzen.
Eine nutzbare Leiche, wow. Blutige Ernte. Eine schattenhafte Sense für euch. Oh, Schadensreduzierung, Basis Dunkelheit, Zerstörung kanalisieren, Basis Blut. Und dann habe ich auch dementsprechend noch Nachtalente. Okay, auch nicht schlecht. Also die Idee finde ich super. Basisfähigkeiten sind immer verfügbar, ja. Dann geben wir eine Anzahl an Fertigkeitspunkte aus, um diese Verbindung zu aktivieren. Blutwoge, Blutlanze, Pest, okay, Schnitter. Mich würde interessieren, ob es auch wieder diese schöne Knochenrüstung gibt. Knochengefängnis. Leichenexplosion. Yo, ich bin gerade total begeistert. Ich weiß auch nicht, was ich nehmen soll. Zerfetzen. Wenn er zerfetzt ist, sagt ihr 10 Essenz. Nicht physischen Schaden zu, okay. Ich würde jetzt einfach das Zerfetzen nehmen. So, Fertigkeitszuweisung, okay. Habe ich das jetzt hier drin? Ja, habe ich. Sehr schön. Das Feuer sieht gut aus, aber ich... So, okay. Dann können wir direkt weitermachen. Betrete die Ruinen des Brustgeheuls. Okay. Let's go. Dann schauen wir mal. Stufe 2. Okay, es ist ja sehr passend. Ich kann auch nur einmal springen. Die Straße ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Ja, das ist so ein Hinweis, du kommst erst dann durch, wenn du soweit bist. Ob man das auch wie in Diablo 3 hat, dass du einmal die Story durchspielen musst, dass du dann was Neues bekommst? Ich habe das Gefühl, ich schieße gerade eher. Nur ein Gegenstand. C. Was haben wir denn hier? Ist das besser als unsere? Dann einmal anziehen. Oh, da haben wir direkt wieder was bekommen. Erstmal wieder gucken. Ich sage, das lohnt sich halt nicht direkt dann am Anfang direkt die Sachen auszurüsten. Ich denke mal, die ersten Level werden so eine Art Tutorial sein. Es wird gleich ein Boss kommen, höchstwahrscheinlich. Würde ich jetzt so behaupten. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Heiltränke. Okay, das wird alles automatisch eingesammelt. Ich würde mich gerade ganz gerne erstmal so ein bisschen umschauen hier, weil es sieht erstmal richtig toll aus. Wir haben ein Feuer. Okay, können wir uns ein bisschen aufwärmen. Aber so eine Karte, richtige, komplette Karte. Okay, habe ich doch. Und ich muss doch alles erkunden, damit das auf der Karte abgebildet wird. Okay. Schön, dass man damit dran gedacht hat. Aber das mit dem Sprinten, da bin ich jetzt noch nicht so begeistert von. Das ist etwas, was mir bis jetzt noch nicht ganz so gut gefällt. Verlassene Hallen. Guten Tag, ist jemand zu Hause? Ich bin in der Küche, mach mir Nutella Braut. Willst du auch eins? Gut, gucken wir mal. Truhe. Ist das eins von diesen Heiltränken, was der meint? Könnte gut sein, ne? Aber wir haben ja noch voll. 4 Stück. Ja, jetzt auch mal, ich würde jetzt nicht sagen, ist wenig. Du hattest in Diablo 1, Diablo 3. Da hattest du im Endeffekt ja nur einen, der immer auf Ablenkzeit war. Deswegen finde ich das mit den 4 Stück bisher gar nicht so schlecht. Vielleicht ändere ich meine Meinung noch dazu. Also bisher natürlich, klar, die Gegner sind jetzt noch keine Herausforderung, ehrlich gesagt. Aber das kommt bestimmt noch. Das wird bestimmt noch kommen. Sind ja auch gerade erst am Anfang des Spiels. Ist auch nichts mehr. Ja, das ist einer dieser Heiltränke, würde ich sagen. Jemand zu Hause? Und Stufe 3, wow. Fertigkeiten. Blutige Ernte, Knochensplitter. Ich würde jetzt erstmal das alles nehmen und dann mal schauen. Achso, jetzt hat er mir das natürlich nicht.
kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay, cool. Kann ich nicht auf irgendeine Tastleiste legen, weil das ist doch gesperrt. Insgesamt 7 Fertigkeitspunkte. Wow, das ist... Das ist doof, muss ich sagen, weil jetzt hast du natürlich so viele... Hast natürlich so viele Sachen, aber... ich muss sagen, ich würde das andere behalten. Alle erstatten. Ach komm, wir können sogar einmal komplett umskillen. Wow, ich bin begeistert. Zerfetzen, Knochensplitter. Ich will erstmal das hier vielleicht nehmen. Ja, machen wir mal das so. Dann würde ich jetzt erstmal mit dem Zerfetzen da erstmal bleiben. Da oben ist irgendwas mit Blau, ein Fass. Okay, das war klar, dass das kaputt geht. Feindlichen Angriffen zu entrinnen. Ach, dafür ist das. Okay, also es ist nicht direkt gedacht zum Sprinten. Heilbrunnen, ich verfüge bereits über volles Leben. Da geht's runter. Ich will mich erstmal hier umgucken. Ich habe so das Gefühl, ich müsste wieder hier durchrennen einfach. Also zack, 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 zack. Aber ich möchte die erste Runde erstmal ganz in Ruhe machen und das Ganze anschauen. Aber man merkt auch, es fehlt gerade so diese andere Fähigkeit einfach, dass du ein bisschen mehr Damage machst, ne? Oh, was bist du hier? Ein Donnernder? Ist das eine Art Boss oder was? Der hat so einen anderen Balken hier. Ich glaube, das war so ein anderer Gegner, glaube ich. Erhöhtes Leben. Ah, okay. Skeletthauptmann. Okay, es bringt nichts, wenn ich die neu hole. Die bleiben halt mit dem Leben, was sie haben. Und der hat auch so eine Art Rüstung, wie es gerade aussah. Das ist auch nicht schlecht. Das ist neu, glaube ich. Dass die so eine Art Schild haben. Wobei ich jetzt echt Lust hätte, auch die anderen Fähigkeiten zu testen, ehrlich gesagt. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Und mir gefällt der Lebensbalken übrigens. Warum ist der nicht grün, wenn ich Agro habe? Blizzard? Hallo? Ja, das geht ja mal gar nicht. Skeletthauptmann. Oh, neue Stufe. Wir sind schon Stufe 4. Ich muss sagen, das geht jetzt aber relativ fix mit der Stufe, ne? Fortgeschrittener Balken. Blutlanze. Noch ein Speer. Blutwoge. Es. Schnitter. Wobei, die Pest hört sich an wie so eine Art Dot. Ist es auch. Es ist die Fähigkeit vom Todesritter quasi. Mit Tod und Verfall in die Richtung. Die gefällt mir jetzt schon. Dass es sowas gibt. Okay, wir gehen mal runter. Das ist dieselbe Weg. Ja, ist derselbe Weg. Dann gehen wir mal geradeaus runter. Und dann werden wir mal mit der Zeit und mit den Talenten ein bisschen rumprobieren. Ich werde mir jetzt auch da keinen Guide raussuchen. 5 Minuten später, ich habe einen Guide gefunden. Ja, so schnell geht das immer bei Mordi. Wenn der dann doch mal nicht weiterkommt, tut er sich dann doch einen Guide raus.